Ja Leute, es gibt wichtige News und deswegen dachte ich mir, ich werde ein extra Video machen. Falls ihr das Ferrari Launch Video schon gesehen habt, könnt ihr gerne, vielen Dank, oder noch nicht, schaut gerne oben rechts vorbei. Ja, es hat gestern einen großen Umbruch in der Formel 1 gegeben und zwar im Regelwerk. Man hat vieles angepasst. Es wird unter anderem einen Videoassistenten geben, jetzt für die Formel 1. Weird! Auch Michael Masi wurde, für eine andere Position jetzt, freigegeben, also gefeuert als Rennleiter. Man hat jetzt zwei Rennleiter und vieles, vieles mehr. Teams dürfen nicht mehr funken und. Ich habe alles zusammengefasst hier in einem Video, was hoffentlich nicht allzu lang wird. Meine Meinungen und vieles mehr. Abonniert den Channel gerne und wir starten los. Okay, gestern war der Launch und zwar von Ferrari und pünktlich danach hat der neue Vizepräsident, wie heißt der nochmal? Ben Sulayem, bekannt gegeben, Mohammed Ben Sulayem, hat bekannt gegeben, dass Michael Masi nicht mehr länger der FIA-Rennleiter oder nicht mehr länger der Rennleiter sein wird. Nachfolger hat man dann auch gleich prompt veröffentlicht und zwar wird es nicht mehr nur einen Rennleiter geben, sondern zwei. Und diese zwei heißen, die Aufgabe des Rennleiters werden sich in Zukunft zwei Leute teilen, wie auch in der Vergangenheit hat man sich ja das auch ein bisschen geteilt und zwar, es handelt sich um den WEC-Rennleiter Eduardo Freitas und um Nils Wittig, den ehemaligen Rennleiter der DTM. Wird ziemlich interessant werden, ob die zwei bessere Entscheidungen treffen können. Also es werden nicht beide gleichzeitig sein, sondern immer nur einer. Es wird auch unter anderem keine Funks von Teams zur Rennleitung mehr geben. Also so schlimm ist es nicht. Man hat bekannt gegeben, dass es dass es in der Zukunft keinerlei Kommunikation zwischen Rennleitung und Teams mehr im TV zu sehen oder beziehungsweise zu hören gibt. Und als letztes wird man in Zukunft auch noch den Vorgang des Zurückrundens hinter dem Safety Car von dem Start der neuen Season noch einmal auf den Prüfstand stellen. Das heißt, dass das natürlich nicht mehr passiert wie in wie in Abu Dhabi im letzten Rennen mit diesen Halb-Zurückrunden, mit diesen ganzen Skandalen und so weiter, will man sich natürlich schützen vor Shitstorms und so weiter. Das hat auch schon alles die Absegnung vom Weltverband, also von der FIA und deswegen, ja. Es wird auch in der Formel 1 kommen noch der FAR. Und was ist der FAR? Das ist der Videobeweis. Ähnlich wie im Fußball wird es jetzt auch einen Videobeweis geben. Der FIA-Präsident hat auch eine Virtual-Rennleitung angekündigt und die soll den eigentlichen Rennleiter dann bei der Entscheidung helfen. Also die haben ja dann verschiedenste und neueste Technik und die werden dann mit genauem akribischen Auge drauf gucken, die werden auch verschiedenste Kamerapositionen haben, werden wahrscheinlich auch noch mehr Kameras auf der Strecke sein, dass man ja keinen Winkel mehr irgendwie verpasst und das finde ich natürlich ziemlich interessant. Ich habe euch hier nochmal die Regeln zusammengestellt, links oder rechts neben mir, wichtige Änderungen in der Formel 1, Rennverwaltung, ein neuer, Virtual Race Control Room wird erstellt, ähnlich zum Videoschiedsrichter im Fußball. Genau, wie gerade gesagt. Der Funkverkehr, auch das Überrunden der Funkverkehr, das hatten wir eh schon alles. Dann haben wir hier Nils Wittig und Eduardo Freitas werden die Rollen der 23 Meisterschaftsrennen im Jahr 2022 übernehmen. Das bedeutet nicht mal, dass die ab nächstes Jahr dann vielleicht gar nicht mehr Renndirektoren sind. Und neu noch, das hatten wir noch nicht, Herbie Blash wird zum permanent ernannt, also der Senior Advisor. Neben Wittig und Frieders kann man sich den auch dazu schalten, falls man noch eine Meinung braucht, wird der dann auch noch, kann man den noch mit dazu ins Boot nehmen und der wird eine Rolle in der FIFA, in der FIA jetzt noch spielen. Wichtige und viele Änderungen auf jeden Fall. Findet ihr es korrekt, dass man Michael Masi rausgeworfen hat? Ich weiß nicht, ich meine, es ist nur ein Mensch und der Druck muss natürlich höllisch sein. Man kann sich jeden recht machen, gerade wenn man so in diesen zwei Lagern war, Mercedes, Red Bull, die Red Bull Fans haben ihn natürlich gefeiert, teilweise verhasst oder gehasst, weil er nur so lasche Strafen gegeben hat. Ich meine, 10 Sekunden in Silverstone war für mich ehrlich gesagt eh hart genug. Ich habe noch nie eine härtere Strafe für irgendwas gesehen. Und ja, Monza gab es dann nur 3 Plätze für Verstappen. Also er hat dann auch immer geguckt, dass es fair bleibt. Auch teilweise dann, dass man nur so Strafen gibt, dass auch die Plätze so fair verteilt werden. Ist natürlich klar, ein Rennleiter kann es nicht jedem recht machen. Ähnlich wie ein Schiedsrichter und ein Ringrichter wird immer zwei, drei Seiten geben, die oder zwei Seiten mindestens,
Der eine sagt, das ist korrekt, der andere sagt, nein, man kann nicht alles auf Papier schreiben oder in Regeln schreiben, sonst verläuft man sich und wie soll ein Rennleiter diese ganzen Aufgaben oder diese ganzen Sachen sich merken können. Also man muss auch selbst entscheiden können oder einschätzen, die sehen können. Und das war dann teilweise natürlich, ich will nicht sagen parteiisch, aber es war dann teilweise natürlich, dass er sich für eine Seite entscheiden musste oder einem was Besseres geben musste wie den anderen. Und ich meine, wenn du in Sekunden entscheiden musst, was dann Weltmeisterschaften entscheiden kann, dieser Druck muss enorm gewesen sein. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er diesen Job noch ausführen hätte wollen, weil das ist echt hardcore. Was seht ihr? Schreibt gerne in die Kommentare. Meine Meinung, glaube ich, habe ich jetzt ordentlich breit getreten. Vielen Dank fürs Zugucken und heute kommt noch der Mercedes. Ich freue mich extrem drauf, hier der Silber oder Schatz. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Da werden wir es heute noch erfahren. Falls nicht, könnt ihr euch gerne morgen wieder einschalten. Da werden wir uns den Mercedes mal genauer ansehen. Falls es kein Showcar oder kein Rendering ist, natürlich. Vielen Dank fürs Zugucken und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.